Herzlich willkommen zu Gitter Online. Bevor wir starten, möchte ich euch noch eine kleine Geschichte erzählen. Ich war vor ein paar Tagen in einer Lobby und dann waren da so zwei Tryhards und ich wollte die angreifen. Ich wusste aber, dass die Deutsch sind, weil ihr Spielchat war an. Und dann bin ich einfach We're mal gonna vom make some Radar weg deals. und dann haben die mich natürlich, wie es auch sein kann, erkannt. Dann habe ich sie natürlich nicht angegriffen. Und wir haben uns dann auch später noch im Spielchat unterhalten. Und er hat sich gewünscht, dass ich im nächsten Video grüße. Hier, Grüße gehen raus an Why You Bad Kids. Liebe Grüße gehen raus. Viel Spaß mit dem Video. Heute dieses Outfit. Es ist ohne Transfer mit der FIB-Kette dazu. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Als erstes gehen wir ins Kleidungsgeschäft, dann zieht ihr euch die Handschuhe eurer Wahl an. Ich habe hier die schwarze Autohandschuhe angezogen. Dann könnt ihr auch die Manschetten anziehen. Ich nehme hier die Nietenarmbänder, einmal links und einmal rechts. So. Ihr solltet zudem oben ohne sein und euch die Hose eurer Wahl anziehen. Ja, also ihr müsst oben ohne sein, unbedingt. Dann geht ihr auf Einsatzwesten und geht auf die pfirsichfarbene Schussweste. Zieht diese an. Und eben wie gesagt, Hose ist egal, könnt ihr nehmen, was ihr wollt. So, habt ihr das soweit? Speichert ihr das jetzt einmal ab? Am besten auf den ersten Slot oder den letzten Slot. Geht dann einfacher zum Glitchen. So, habt ihr das? Geht ihr dann auf Outfits und auf Raubüberfall Overalls. Hier zieht ihr das Quarantäne-Outfit an. Und jetzt müssen wir den Teleskop-Glitch machen. Hierfür bin ich im Apartment, renne von links her auf das Teleskop zu, also rechts vorbei und Steuerkreuz rechts spammen. Die ganze Zeit, bis der Charakter stehen bleibt. Und dann geht ihr ins Interaktionsmenü auf Stil und zieht das Outfit an, welches ihr abgespeichert habt. Dann sollte das so ausschauen mit der Maske. So, das speichert ihr jetzt erneut ab, also nochmals überschreiben. So. Dann geht ihr einmal ins Interaktionsmenü auf Stil und drückt mehrmals auf das Outfit, sodass der Kopf manchmal blinkt. Ja, man sieht das so ein bisschen. Habt ihr das, geht ihr auf Online-Jobs, Jobspielen von Rockstar erstellt, auf Missionen und startet einen Job für einen Titan. Seid ihr dann im Job, sollte die Weste weg sein und ihr solltet die Maske immer noch anhaben. Wenn ihr die Weste anhabt und irgendeine komische Mütze auf dem Kopf, dann schließt GTA am besten, startet GTA nochmal neu, geht ins Interaktionsmenü, drückt nochmal ein paar Mal auf das Outfit und startet dann den Job erneut, dass das dann so wie bei mir im Video ausschaut. Sieht das dann aber so aus, hat es funktioniert und dann gehen wir zu Ammunition. Bei Ammunition können wir jetzt hier das einmal abspeichern, also einmal überschreiben nochmal. So. Wenn ihr das habt, könnt ihr dann übers Handy den Job verlassen. Zurück in der Lobby gehen wir zu Oberteilen und müssen hier jetzt uns was anziehen. Als erstes gehen wir unter Westen und ziehen hier, ist egal, da habe ich die klassische Karo-Anzugsweste angezogen. Könnt ihr das anziehen? Dann geht ihr Hemden für Westen und dann sucht ihr euch dieses, wie heißt es? Da, weißes Hemdärmelhalter. Zieht das an. Habt ihr das soweit? Geht ihr dann auf Online-Jobs, Jobspielen von Rockstar erstellt, auf Versus und startet einmal den korrupten Cop. Im korrupten Cop müsst ihr jetzt unbedingt Kleidung auf in Besitz stellen. Und dann ladet ihr einen Freund ein oder stellt auf Spielersuche offen, Schnellstart und wartet, bis irgendjemand euch beitritt. Hat dann der Job gestartet, geht ihr hier einmal nach links oder nach rechts, je nachdem, wo euer Outfit ist, und dann glitscht sich das so zusammen. So, im Job geht ihr dann einmal ins Interaktionsmenü auf Stil, Accessoires, zieht einmal das Atemgerät an oder den LCD-Ohrhörer zum Beispiel und dann verlässt ihr übers Handy den Job. Zurück in der Lobby können wir jetzt nun unser Outfit abspeichern. So, einmal überschreiben. Perfekt. Und jetzt machen wir noch den Helm drauf. Einmal unter kugelsicheren Helme habe ich hier den grauen ausgewählt. Also ihr könnt da auswählen, was ihr wollt natürlich. Ich habe hier auch meine Lieblingsmarke
Sonnenbrille, sagen wir mal, unter Luxusbrillen die elegante schwarz-gelbe Brille. Ich finde, die sieht ziemlich nice aus. So, dann könnt ihr das eigentlich auch wieder abspeichern hier. So, einmal überschreiben. So, zack, boom, fertig. Und jetzt machen wir die FIB-Kette noch. Hierfür müsst ihr zur Spielhalle gehen. Und zwar müsst ihr hier still und leise auswählen. Wenn ihr dann da die Vorbereitung ein bisschen gemacht habt, kommt ihr zu der zweiten Tafel, wo ihr Hackergerät starten müsst. Also ihr müsst es frei haben und startet einmal. Wenn ihr das gestartet habt und draußen spawnen, solltet ihr so eine elegante Anzug, ein eleganter Anzug anhaben. Wenn das nicht der Fall ist, dann verlasst den Job und startet den nochmal neu, bis ihr so einen eleganten Anzug anhabt, weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Ist es auf jeden Fall so, wie es hier im Video ist, geht ihr dann einmal zu Ammonation. So, einmal zu Ammonation, zu den Outfits hier. Geht auf Gespeicherte und zieht das erste Outfit an, ja. So. Und dann gehen wir jetzt zu der Mission natürlich. Müssen jetzt die FIB-Kette holen. Hier müsst ihr erstmal ein paar Gegner besiegen. Und dann hier müsst ihr dieses einsammeln, die FIB-Kette. Steuerkreuz rechts steht ja auch oben links, ja. Einmal einsammeln. So, und dann habt ihr das auf dem Outfit. Also hat alles geklappt. So, das speichert ihr jetzt erneut ab. Auch wieder bei Ammunition. Einfach einmal überschreiben. So, einmal überschrieben. So, und jetzt könnt ihr einfach eine neue Sitzung suchen. Also die Mission bleibt immer offen. Ihr könnt es auch auf andere Outfits machen. Ist kein Problem. So, ich habe jetzt die Lobby gewechselt, bin jetzt in der neuen Lobby und habe auch die FIB-Kette. Ich wechsle jetzt einmal das Outfit, um euch zu zeigen, dass es auch abgespeichert ist. So, ja. Und das wäre eigentlich schon das fertige Outfit. Ich hoffe, euch gefällt dieses Outfit. Ja, also ist ziemlich easy peasy und geil. So, und ja, wenn ihr Interesse habt, ich habe eine öffentliche Crew. Der Crew-Link ist in der Videobeschreibung verlinkt. Ich habe zudem auch einen TikTok-Account, ist auch in der Videobeschreibung verlinkt, wie auch meine PSN-Community, der ihr gerne beitreten könnt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich bedanke mich ganz, 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 ganz herzlich fürs Zusehen. Macht's gut, bis dahin und tschüss. Ciao, ciao.